Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer mit Polster Challenge mit dem Marschierer. Grüß dich. Hallo. So, wir haben eine große Nachfrage beim Viehhändler für Silage. Und das haben natürlich auch die Kollegen mitbekommen. Und deswegen sehen wir jetzt auch schön hier den Uwe, der gerade mühevoll versucht, seinen Wagen auszuleeren oder wie auch immer man das nennen mag, was die hier machen. Aber irgendwie... der ist auch noch voll. Was machen die denn da? Alter. La 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 la. Wenn Uwe jetzt rankommt, ne? Was macht der da? Also Sie sehen hier ein wildes Uwe, was versucht mit dem Drehschirm rückwärts zu fahren. Oh, da ist Simon. Simon verkauft auch Ballen. Alter, hier ist was los. Alter, hier ist was los. Was machen die denn da? Muss ich was reinschreiben. Entschuldigung, der Herr, gucken Sie mal, ich habe Drehschemel. Ach, sagen Sie mal, ich habe noch einen Termin heute. Oh, nee. Gibt es hier Probleme? Ach, wir haben doch keine Zeit, Jungs. Ja, aber guck doch mal, wie schön ich das Ding hier manövriere. Ich finde halt nur den Trigger nicht. Rechts, weiter, rechts, 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 rechts. Ja, warte, drück doch einfach mal U, wie der Verrückte. Drück einfach U. Wie, drück einfach U? Drück U, solange bis du eine Meldung hast. Ja, finde ich nicht. Oh, nein. So, ja, kann ich nichts für. Könnt ihr woanders verkaufen? Nein. Verkauft ihr woanders? Nein. Oh, jetzt habe ich FPS hier aktiviert, Alter. Wie mache ich das Kack FPS wieder weg? F2. Dankeschön. Nö, also irgendwie der Trigger und ich, wir finden. Ganz wir sind mal wieder weg, ne? Hast du Silage drin? Ja. Ja, natürlich. Okay, komisch. Oh nee. La 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 la. Ja, weißt du, das Problem ist, ihr macht mich so nervös. Ich stehe hier und warte. Ja, jetzt ne? Was, jetzt habe ich das Ding so. Männer, was kostest du denn? Wenn du das machen würdest. Oh. Ja, wenn du mich reinlässt und ich mach das, dann ist das gratis, ja, weil das ist ein Vorteil für mich, weil ich gleich wieder nach Hause gehe. Ich brauche Rechte. Das ist. Wie? Du hast keine Rechte. Ja. Ich habe keine Rechte. Rechte. Ey, warte. Rechte. Ja, bitte. So, was hast du hier? Silage. Du hast Abkippseite links, sagst du. Yeah. Ja, ich habe einfach eben mal komplett durchgeschaltet. Du musst mir hier hin. Empfohlen. Ganz da hinten nach rechts? Ja, dann ganz hinten rechts. Da müssen wir nochmal raus. Die Ausgangssituation. Oh, Shuttle Control, Alter. Ja, ja. Ja, das ist mega geil. Mit Shuttle Control musst du jetzt mal Drehschäme rückwärts fahren. Da kannst du Tempomat schön einstellen. Lohnt sich das? Fährst du super sauber. Machst du Rückwärtsgang rein, drückst 3 und dann fährst du schön mit 2 km/h und kannst entspannt rückwärts fahren. Ich kann so auch entspannt fahren. Ja, du vielleicht. Aber guck mal, es werden immer mehr. Guten Tag. Hallo. Servus. Ich habe gehört, ihr bräuchtet einen Kaffee oder so. Könnt ihr einfach einen Anhänger verkaufen und gut ist? Schnitzelbrötchen. Ja, kann ich mir, ne? Ist kein Problem. Super, nee, der nimmt das ja, nicht. Ja, Simon braucht noch ein bisschen. Ganz hinten rechts. Hier, du musst ganz, ganz nach hinten. Sonst fehlt das nichts. Also wir laden auch in der Mitte ab, ohne Probleme. Ja, Ballen gehen, aber die Anhänger sind echt ein bisschen... Immer noch nicht? Nein, du musst ganz, ganz weit hier hin. Warte, muss ich nochmal raus. Also eigentlich musst du irgendwo hier so an die Seite. Das... Du, wir konnten jetzt auch nicht reden, dass der Preis hier so gut ist. Sonst wir waren ja erst ne, beim Landhandel. Wir haben kurz, wir haben kurz überlegt, ob wir einen Schranken aufstellen sollen. Ja, du, wir haben kurz überlegt, ob wir einfach so lange hier bleiben, bis der Preis wieder fällt. Das habe ich nämlich befürchtet, deswegen. Immer noch nicht. Sonst geh doch mal auf die nach hinten, falls du das noch nicht gemacht hast. Warte, ich bin jetzt auf rechts. Jetzt ist hinten. Vielleicht hilft das. Hier, wo ich stehen muss. Ja. Komm, mir da kommt. Stopp. Ja.
Ach, Werner. Boah, bitte. Ich bin nächster. Wie können wir das wieder gut machen? Bitte einfach nicht mehr hierher fahren. Weiß nicht, was du hast. Ich auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Hier steht nicht ein einziges anderes Fahrzeug. Es ist alles nur Unimog hier. Jetzt ist der Sprit des Unimogs leer hier. Boxer. Scheiße. Oh. Ich setz das Ding zurück, ich sag dir das. So eine Kacke aber auch. So, ja, vielen Dank dir, Herrn. Tschüss. Tschüss. Ich fahr weg, danke. Alter, ich drück dir nach hinten rein, da ist gar kein Problem. Jo, dann gehen wir mal wieder. Oh, ja, ja, ja. Tschüss. Nimmst du mich mit? Tschüss. Ja, mach ich. Baby. Ja, schön. Ich fahre mich auch nochmal richtig schön fest. Das hat jetzt die halbe Folge gedauert wahrscheinlich. Geh ich mal von aus, ja. Aber gut, natürlich, wenn der Preis heiß ist, ne, dann wollen alle ran. Verstehe ich auch irgendwo. Alter, das ist noch eine Kiste, ey. Die haben eine andere Hupe eingebaut. So, Unimog gegen Unimog. Jetzt gucken wir uns mal das Rennen hier an. Box dir mal ein bisschen nervös machen. Kann man eigentlich die Hupe tauschen beim Unimog? Ja, irgendwie muss es gehen, ne? Ist völlig möglich, ja. Wie weit bist du schon auf der 25, 26? 24, 25. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin auf der 24. Okay. Bin ja gespannt, wann Box jetzt bremsen anfängt. Alte Leitplanke geküsst. Oh! Alter, wohin will er denn? Werner, ich habe hier ein bisschen Überlänge. Hey, Entschuldigung, ich muss hier rein, danke. Meine Güte, ist das hier. Das muss ich hier warten, dann muss ich da warten. Aber ohne Witz, hast du getuned die Karre? Wie bist du so schnell? Ich bin genau gleich schnell gefahren wie du. Okay. Bin immer mit gleichem Abstand hinterher getuckert. Ich hab nur so eine nervige Hupe gehört. Aber du hast nur die Leitplanke ein bisschen geküsst. Ah. Oh. Bisschen schwul ist immer, ne? Ja, ja, gehört ja Maschinenring. Wollt ihr. Leck! Wollt ihr nicht mal einen LKW? Achso, ihr fahrt mit LKW und Unimog gleichzeitig, ne? Ja, wir sind jetzt aber auch durch mit Verkaufen. Ah, okay. Erstmal. Erstmal habt ihr nichts und, mehr? Und ihr habt noch die. Wie viele Beine habt ihr noch im Feld? 300 Beine? Oder? Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, sind nicht mehr so viele. Hier oben haben wir noch ein paar und dann noch die 24, 25. Achso, und ihr müsst jetzt eure Kartoffelernte auch stoppen? Nee, ja, Zwiebeln. Nee, was hattet ihr denn jetzt? Zwiebeln haben wir. Ja. Aber das geht momentan nicht. Das geht wohl auch noch länger nicht, weil was ich gehört habe, wird es bis spät in die Nacht so bleiben. Ja. Was nicht gut ist, aber was sollst du machen, ne? Naja, wird uns allen ja, ich weiß gar nicht, kann man denn irgendwas von, also kann man Kartoffeln theoretisch bei Regen ernten? Gar nichts. Also gar nix. Ernten kannst du nicht, ne. Zumindest mit dem Ruder nicht, aber muss ich mal Paul fragen, vielleicht kann er das mit seinem Kleinen machen. Na ja. Alles klar, bin ich wieder oben. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Alter, Unimog macht doch nicht sowas. Warte, ich bin gleich wieder da. Mit der Maussteuerung Holz machen. Geil, ne? Hallo. Hallo. Das ist richtig geil, ja. Hallo, Werner. Hallo, guten Tag. Was wollte ich jetzt fragen? Jetzt habe ich gesagt, nee, warte, komm gleich wieder. Ja,
Könnt ihr mit eurem Ernter irgendwas ernten, wenn es regnet? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Also mit dem Großen geht's nicht. Ja, haben wir schon. Ich weiß nicht, ob wir geerntet haben beim Regen, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ne? Schade. Okay, alles klar, da gehe ich wieder. Danke. Also, du darfst es gern probieren, ich weiß es nicht. Nee, ich denke nicht, aber es wäre nur. Aber das kann man ja nicht beeinflussen durch einen Mod, ne? Also ich habe gemeint, Kartoffeln geht bei Regen. Okay, naja, habe ich nicht. Ich habe nur Zwiebeln. Ja, okay. Ist mir aufgefallen. Nicht so tragisch. Danke trotzdem. Jo. Tschüss. Tschö. Interessanter Tipp. Paul meint, Kartoffeln gehen. Kann natürlich jetzt ein Bluff sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt gar nichts mehr zu tun hätte und das Feld noch da wäre, die 30, ne, dann würde ich das einfach kaufen und einfach mal versuchen. Kann es mir nicht vorstellen, aber naja. Aber jetzt müssen wir erstmal die Bällchen wegfahren. Wir haben eine große Nachfrage, ne? Jo. Und sonst, wenn jetzt wirklich nichts zu tun ist, müssen wir uns vielleicht bei den anderen ein bisschen einschleimen und gucken, ob wir bei den anderen was machen können, weil. Oder wir leihen uns das Holzdingens aus von Paul. Da machen wir halt die Hackschnitzel erstmal, weißt du? Das könnte man doch auch machen. Weil Regen ist zwar nicht gut, aber da steckst du ja nicht drin. Da musst du nehmen, wie es ist. So ist die Landwirtschaft nun mal. So, wie fahre ich denn jetzt am dümmsten? Fahre ich jetzt oben rum? Ne, ich fahre hier noch ganz normal rum. Dip, dip, dip. Ja, der Ladewagen wäre natürlich jetzt auch schmackhaft, um das Stroh abzuholen. Aber ich glaube, Stroh wird sich in weiterer Zukunft ja auch noch mehr geben. Also das wird ja nicht letzte Strohaktion von den Kollegen sein. Da wird ja wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Huch, hier ist aber. So, wo fährt ein Uwe hin? So, mal. Was? Also. Ich wollte mal freundlich sein für die Leute, die keine Zeit haben. Deswegen fährst du in den Busch rein? Naja, damit du dran vorbei kannst. Oder wolltest du nur deinen kleinen. Nee, egal, lass mal's. Ja, danke tschüss. Vielmals, ne? Tschüss. Busch. Aber hat sich richtig im Busch versteckt, ne? Oh, hier kommt irgendwas entgegen. Ich glaube, die Straße bin ich noch nie gefahren. Oh, Alter, was ist denn hier los? Ist das unser... Ah, das ist unser Feld hier. Gucke mal. Schön, schön. Arbeitsstellung B. Oh, hier liegt noch einiges rum, ey. Sehr, sehr gut. Muss ich mal kurz die Kontostände der anderen überprüfen? 182.000 sind wir. Dann haben wir 104.000 Mark Paul, 94.000 Boxe Uwe, 267 Ron Uwe. Ah, Quatsch, Simon Ron. Was hat Boxe und Uwe gekauft? Sieht man das vielleicht schon? Nee. Irgendwas haben sie gekauft auf alle Fälle, aber ich bin mir nicht sicher, was. Mir fällt gerade auf, der Unimog reagiert viel langsamer, wenn ich mit der Tastatur lenke. Und viel schneller, wenn ich mit dem Lenkrad lenke. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ah, das ist natürlich auch für die anderen Teams bitte, ne? Hier, sehe hier, was ist das, Weizen? Der erste hier, komplett erntereif, weißt du, können nichts machen, das ist natürlich auch böse. Aber, steck's ja nicht drin, wenn's regnet, dann regnet es eben. So, Transportstellung B und dann ab dafür zum Verkäufer. Ich weiß, wir sind in der Ansicht, weil dann knall ich nicht überall drauf vielleicht. Oh, ich glaube, Marc und Paul haben sich einen anderen Traktor gekauft. Das war doch ein fetterer JCB als wie der vom Oldtimer-Pack.
Ja, auf alle Fälle ist das ein fetterer JCB. Alter, das leckt hier, ey. Gut. Wie auch immer, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Bye, bye.